Andere Naturwissenschaftler glauben, dass Gut und Böse existieren, aber die sind Illusionen, die nötig sind. Michael Ruth und E.O. Wilson. Und E.O. Wilson ist ein sehr, sehr bekannter Experte über Insekten. Und die schreiben folgendermaßen: Moralität oder strikter gesagt, unser Glauben an Ethik ist bloß eine Adaptation, die dort ist, um unsere Fortpflanzungsmöglichkeiten zu erhöhen. Die Basis der Ethik liegt nicht in Gottes Willen. In Ethik, wie wir sie verstehen, ist eine Illusion, die durch unsere Gene auf uns aufgelegt ist, um uns zur Kooperation zu zwingen. So, Ethik ist eine Illusion, aber nicht nur eine Illusion, eine Täuschung. So, Ethik ist nicht ethisch. Wieder mal ein Widerspruch in sich von den Begriffen her. Also hier kommen wir, glaube ich, zu einem verheerenden und sehr wichtigen Frage. Was ist diese Welt der neuen Atheisten? Und hier machen zunehmend einige Denker den Unterschied zwischen sanfter Atheisten und harter Atheisten. Ein sanfter Atheist wie Dawkins und Hitchens und die anderen zwei ist jemand, der meint, er könne die Werte, die sogenannten Aufklärungswerte, aber die kommen, wie Jürgen Habermas sagt, alle, die gut sind, aus dem Christentum, ist jemand, der versucht, diese Werte, die unsere Freiheit, Menschenrechte und so weiter in Europa garantieren und auch die Freiheit, die die neuen Atheisten haben, ihre Meinungen zu äußern und auch meine Freiheit, dasselbe zu tun. Sie meinen, dass man kann diese Werte letzten Endes beibehalten, ohne den Wurzel. Das heißt letzten Endes ohne Gott. Die harten Atheisten lachen darüber und sagen, wie primitiv. Ihr habt nie verstanden, was Atheismus ist. Nietzsche, Sartre, Camus, diese drei vor allem, haben es viel, viel deutlicher gesehen. Und Nietzsche hat vielleicht am bildhaftesten sich vorgestellt, eine Welt, wo man versucht, die Werte beizubehalten ohne Gott. Und letzten Endes, es führt nicht zum Gotteswahn, sondern zum Irrwahn. Weil seines Erachtens, der Meinung Sartre und Camus nach, ist es unmöglich, die Werte letzten Endes zu bewahren, ohne den Wurzel. Und John Gray, der Professor für die Geschichte der intellektuellen Gedankengut in Europa, in London, ein sehr bekannter Denker, er spottet ein bisschen über Dawkins und Co. Und er sagt, ihr versucht, irgendein moralischer oder ethischer Begriff des Fortschritts aus der Evolution abzuleiten. Aber sehen Sie nicht ein, dass was die Biologie uns lehrt, ist, dass es kein Fortschritt, es gibt kein Ziel. Und wir müssen letzten Endes den Kernirrtum des Christentums letztlich aufgeben. Und was ist dieses Irrtum? Dieses Irrtum ist, wie ich zitiere hier, durch die letzten 200 Jahre, die Philosophie hat den christlichen Glauben abgeschüttelt. Aber die Philosophie hat noch nicht den Grundirrtum des Christentums abgetan.
Dieser Irrtum ist der Glaube, dass die Menschen radikal sich von Tieren unterscheiden. Das muss auch weg. Die Menschen sind nicht mehr speziell. Und Peter Singer zieht die Konsequenzen. Es gibt keinen Grund zu denken, dass ein Fisch weniger leidet, wenn er in einem Netz stirbt, als ein Föte während einer Abtreibung. Daher ist das Argument gegen das Essen von Fisch viel stärker als das Argument gegen Abtreibung. Zweites Zitat. Das Leben eines neugeborenen Babys ist weniger wert als das Leben eines Schweines, eines Hundes oder eines Schimpanse. Das ist die Welt, die Singer vertritt. Und ich habe Richard Dawkins jetzt zweimal gefragt, ist das die Welt, wo du uns hinführst? Ich habe bis jetzt keine Antwort bekommen, es sei denn seine Aussage vor ein paar Wochen, dass er sieht Singer als der ethischste, sozusagen, wenn ich ein Wort erfinden darf, Menschen der Welt. Was sehr wichtig ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist zu sehen zwei Dinge. Erstens, wenn ich Dawkins gesagt habe, ist das so eine Welt? Er sagt, ja, wenn es so ist, dann ist es so. Und ich habe gesagt, ja, wenn es so ist, dann ist es so. Aber was sind die Indizien? Vor allem, wenn wir einen letzten Punkt berücksichtigen. Sie haben wahrscheinlich gemerkt in meinem Zitat von Dawkins, er hat nicht bloß gesagt, es gibt kein Böse und kein Gut. Er sagt, es gibt keine Gerechtigkeit. Das ist sehr ernst zu nehmen. Das bedeutet letzten Endes, dass nicht bloß Gott ein Irrwahn ist, sondern unser menschliches Verlangen nach Gerechtigkeit eine Illusion ist, eine Fiktion. Tatsache ist, dass die meisten Menschen, die je gelebt haben, werden nie Gerechtigkeit erfahren, wenn Atheismus die Wahrheit ist. Den meisten Menschen geht es in unserer Welt heutzutage nicht gut. Wir sind die Privilegiertesten. Es geht uns relativ gut, es geht uns ausgezeichnet im Vergleich mit den meisten Menschen. Und die, die sterben als Folge der Unrecht und der Bosheit von anderen Menschen, werden nie, nie Gerechtigkeit erfahren, wenn es keinen Gott gibt. Das ist wirklich zu überlegen, weil es bedeutet dann, dass die Menschen, die jetzt in diesem Augenblick nach Gerechtigkeit schreien, einfach eine Illusion erfahren. Ist das so? Es ist so, wenn es Gott nicht gibt. Und so die Frage ist sehr wichtig. Und ich habe zu Dawkins gesagt und zu Hitchens, die beiden hassen die Idee von Gott als Richter. Die Idee von einem Gott, der uns aufpasst und schaut, ist schrecklich, sagt Hitchens. Und ich habe gesagt zu ihm, als er das öffentlich zu mir in der Debatte sagte, ich bin sehr traurig, das so zu hören eigentlich. Ich könnte meine Ehe so beschreiben. Ist es, ich meine, eine Frau, dort zu Hause zu sitzen, sie beobachtet mich jeden Tag und. Wer würde eine Ehe so beschreiben? Wenn man an Gott als ein Tyrann denkt, ja,
kann man so sagen. Aber wenn man denkt an ein Verhältnis mit jemandem, der mich liebt und der seinen Sohn in die Welt geschickt hat, um für meine Sünde zu sterben und ist bereit, sich für mich zu öffnen und mir eine Beziehung mit ihm zu geben, wenn ich daran denke, dann ist es völlig anders. Genau wie bei meiner Frau. Ich bin froh, dass sie mich beobachtet. Ich will, dass sie dort ist. Es ist so ein pervertiertes Denken über Gott, weil es von einem falschen Gottesbild kommt. Und es gibt viel Argumentation in der Literatur von den neuen Atheisten. War Hitler ein Atheist oder nicht? War Stalin verbunden mit einem Priesterseminar? Und hat er seinen Hass aus der Religion bekommen und so weiter und so fort? Aber ein Mathematiker, David Berlinski, hat es sehr fein formuliert. Wenn dieses Rede zu Ende ist, eines wissen wir eindeutig klar, weder Hitler noch Stalin noch Mao noch Pol Pot glaubte, dass Gott sie beobachtet hat. Ich wünschte, sie hätten das geglaubt. Und Dawkins hat mehr oder weniger gelacht und sagte zu mir, das ist verrückt zu denken, dass Gott sich interessiert für die Sünden der Menschen. Weiß er nichts von was in unserer Welt passiert? Dass die Sünden von wenigen hochkarierten Geschäftsleuten hat zu einer Finanzkrise ausgelöst. Dass so viele junge Leute vergewaltigt werden und missbraucht werden. Und zu sagen, dass die Sünde ist eine Leichtigkeit, ist wirklich das menschliche Problem überhaupt nicht zu verstehen. Und übrigens, wenn es zur Moralität kommt, ich habe zu Dawkins gesagt, Vorsicht mit der Sprache bitte. Weil in deinem Buch merke ich, dass das Lehren von christlicher Ethik und Lehre zu Kindern mit Missbrauch verglichen ist. Missbrauch, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Verbrechen unter unserem europäischen Gesetz. Und wenn man versucht, solche Termini zu benutzen, über das Lehren von Moralität und Ethik und christlicher Lehre zu Kindern, sehr bald kommt, was passiert ist in Russland und woanders. Soll die Gesellschaft sich einmischen? Und die Reaktion der neuen Atheisten ist jetzt ein bisschen wackelig geworden. Weil das ist die Logik. Ich merke jetzt, dass Dawkins nach seiner Emeritierung letzte Woche hat angesagt, dass jetzt schreibt er Bücher für Kinder. Haben Sie von dem Buch Der kleine Ferkel gehört? So geht's zu Gott, was sich lustig macht über alle Religionen. Es wird ein Versuch jetzt. Warum ist das? Dass einerseits das Lehren von Kindern als moralisches Missbrauch beschrieben werden kann, aber das Lehren von Atheismus nicht, weil Atheismus gilt als normativ.